sitze hier in der Natur. Es ist ein schöner Tag, es ist sonnig, nicht allzu warm. Darum habe ich auch die Jacke an. Ja, ich finde es ja eigentlich gut, dass es Widerstand gibt von den Querdenkern oder von anderen Leuten. Allerdings sehe ich eines bei der Sache oder muss man eines betrachten. Ist man Krisenvorsorger oder Prepper, dann ist man eigentlich relativ unpolitisch. Man versucht, die Lage zu analysieren und darauf zu reagieren, aber ja, ihr kennt das Gray-Man-Prinzip, möglichst den Kopf unten zu halten und nicht aufzufallen. Genau dem widerspricht aber diese ganze Querdenker-Philosophie, rauszugehen und Demos zu gehen und sich selbst und auch seine Angehörigen natürlich in Gefahr zu bringen. Gefahr in Anführungszeichen. In China läuft das ja schon länger so, dass es Aktivisten gibt, die gegen die Regierung vorgehen und die sind auch entsprechend schon lange vorsichtig, weil sie genau wissen, was passiert. Ich selbst bin ja auch Journalist und ich habe einigen Kollegen mitbekommen, die ihren Kopf zu weit aus dem Ganzen rausstrecken, dass man ihnen die Bank dann einfach ihre Konten gekündigt hat ohne Begründung, zum Beispiel, um ihnen das Leben schwer zu machen. Oder man hat sie mit Klagen überhäuft und so weiter. Die haben vielleicht auch die Möglichkeit, sich mehr zur Wehr zu setzen, rechtlich gesehen, wobei einem klar werden muss, in unserem System weiß man nicht, wo die Richter stehen. Ihr seht es ja, ihr kriegt es ja selbst mit, die Polizei agiert auch, meiner Meinung nach, zum Teil rechtswidrig. Aber darauf haben wir im Einzelnen auch keinen Einfluss. Auch wenn ich mich hier jetzt groß an Demos etc. beteilige, ich mache nur eins, was ein Prepper eigentlich nicht machen will. Ich mache auf mich aufmerksam. Im Sinne von, ich gebe meine Anonymität auf und meine Identität preis. Spätestens nach der ersten Verhaftung, nach so einer Demo oder auf so einer Demo, nach der ersten Personalfeststellung, denn man muss ja immer sich ausweisen können, ist man im Prinzip in einem, sag mal, Fahndungsraster. Man ist registriert und da kann die Polizei noch so sehr sagen, das wird nicht gemacht, das wird gemacht, klar wird das gemacht. Und ich frage mich, ob es das wert ist für jemand, der Krisenvorsorge macht. Für einen Prepper, der möglichst unauffällig leben will und keine Aufmerksamkeit auf sich und seine Familie ziehen will. Es reicht schon, wenn man dann in YouTube mal da Themen diskutiert und sagt, man ist Prepper. Das ist eh sehr negativ behaftet, dieser Begriff, meiner Meinung nach zu Unrecht. Früher hat man Krisenvorsorge gesagt oder Vorsorge. Meine Großeltern haben die schon betrieben. Da war das Thema noch lange nicht aktuell, da gab es den Begriff noch gar nicht. Ich für mich halte es so, ich halte mich möglichst bedeckt und hoffe damit relativ gut zu fahren. Klar, ich mache YouTube-Videos, ich rede auch darüber. Das allein erzeugt schon Aufmerksamkeit, aber keine jetzt, die dazu führt, dass ich irgendwo verfolgt werde. Denkt mal drüber nach. Ja, dann bis zum nächsten Video.